Ja, hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Dreadout Demo. Wie ihr seht, bin ich hier leider gerade etwas tot, laufe wieder in der Geisterwelt herum und ja, das kommt dadurch, weil ich natürlich gestorben bin, warum auch sonst. Ja, mich haben zwei Viecher angegriffen auf dem Friedhof, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet hatte. Und die haben mich gleich getötet und ich dachte, ja, vielleicht geht die Speicherung woanders los. Aber nein, sie geht hier direkt jenseits, würde ich mal sagen, los. Und daher, ja, Gott, das war, die erste Episode war schon echt schlimm genug. Ich musste mir wirklich ans Herz fassen, dass ich jetzt hier noch weiterspiele, die Demo weitermache. Oh. Ich könnte jetzt schon wieder abkotzen, weil ich hier wieder Frame-Einbrüche habe und sonst was. Also irgendwie mag das Spiel mich nicht. Ich hoffe, dass die Vollversion da wirklich anders wird. Wobei ich noch gar nicht genau sagen kann, ob ich die Vollversion überhaupt spiele. Weil das ist doch schon ein recht krasses Spiel. Wie gesagt, falls euch das Spiel gefällt, dann schaut euch mal irgendwo oder spielt selber mal Project Zero. Das ist recht ähnlich und auch ähnlich gruselig und schockhaft. So, mal sehen, jetzt müsste ich eigentlich wieder am Friedhof sein. Wahrscheinlich auch diese Viecher hier irgendwo. Das waren insgesamt zwei Stück. Ich vermute mal, dass es die Viecher waren, dass es die beiden Seelen waren durch die Kerze. Ja, davon haben wir ihn doch. Den Typ mit der Sense. Boah, der hält aber viel aus. Ich komme nicht zu nahe, Junge. Ich kann nicht mal weiter zurückgehen. Oh, oh, Gott sei Dank. Alter Schwede. Ja, das müsste jetzt die zweite Seele gewesen sein, weil den ersten habe ich leider schon gekillt. Den habe ich leider gekillt. Als die Aufnahme schon gestoppt war. Ich hoffe zumindest, dass hier jetzt kein zweiter mehr kommt. Ging es hier dann noch mal weiter? Ich glaube, das war hier hinten irgendwo, ne? Ja, tut mir leid dafür, dass ich den ersten leider schon gekillt habe. Aber ja, was soll ich machen? Irgendwie muss ich die kleine Asiatin noch verteidigen. Bin ich gerade doof? Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo es längst ging. Ah, ich glaube, das war hier durch. Aber wie ihr seht, die Texturen sind noch sehr, sehr matschig mit dem indonesischen iPhone, dem Iris Phone. Ah, hier, das sieht man ganz stark, sind noch ganz matschige Texturen. Wobei der Charakter selber schon recht detailliert ist, also den haben wir schon recht gut gemacht. Aber naja, wir reden hier immer noch von einer Demo und keiner Vollversion. Ah, ja, da vorne ist ja der Typ. Genau. Ja, hier hatte ich ja den letzten Part beendet. Und auf einmal kamen die hier von vorne ran. Boah, ich habe mich wieder so erschrocken. Das war echt heftig. Ah ja, schaut, das war wirklich die beiden Seelen. Jetzt brennen alle drei Kerzen. Mit denen kann ich auch interagieren. Das sieht man an den Kreisen um die Kerzen herum, um den Kerzenschein herum. Mal sehen, was passiert. Jetzt kommt Big Daddy. Oder? Nee, anscheinend nicht. Oh, oh. Ach du Sch... Thank you.
Contuned wird fortgesetzt. Ja, dann ist das ja jetzt ein sehr kurzes Video. Boah. Was ein krankes Spiel, Leute. Was ein krankes Spiel. Mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Also die Schockeffekte waren ja wirklich echt einmalig und echt sehr, sehr gut platziert. Und kam total unverhofft für mich auf jeden Fall. Wie ihr gesehen habt, besonders im ersten Part, wie oft ich mich erschreckt habe. Ja, Dreadout war, wie ich anfangs schon gesagt habe, ist das ein Indie-Horror-Game aus einer vom indonesischen Entwickler Digital Happiness, der digitalen Freude. Die sind derzeit immer noch dabei, das Spiel zu programmieren. Eigentlich hieß es, dass es jetzt am Ende des Jahres rauskommen soll, aber bisher ist die Vollversion noch nicht erschienen. Das Jahr ist aber auch noch nicht um, zumindest fast rum. Deswegen habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt Ende des Jahres doch noch rauskommen wird. Aber ja, ansonsten würde ich mal schätzen, so Frühjahr nächsten Jahres. Aber sicher ist man sich da sowieso nicht. Ja, gelesen darüber über einen Release-Termin habe ich auch nicht. Und ja, es ist derzeit nur eine Demo auf dem Markt. Und wie ihr gesehen habt, waren die Texturen noch sehr, sehr matschig. Es muss noch viel Entwicklung dort reingesteckt werden. Wobei die Demo ja schon im April diesen Jahres rauskam. Also die hatten schon massig Zeit, da noch sehr viel Programmierarbeit in das Spiel zu stecken. Ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Sehr viele Schocker. Und ja, bis dahin, euer Mr. Buriak. Wow, lasst euch gruseln. Viel Spaß bei den Credits.